Simon 8 Jahre behauptet, ich kenne mich mit Modelleisenbahnen besser aus als der Moderator und Journalist Frank Plasberg. Simon und Frank müssen mit verbundenen Augen nur durch Ertasten die jeweilige Lok erkennen und den richtigen Typ sowie die Baureihe nennen. Jeder bekommt 4 Aufgaben gestellt. Wer mehr richtig erkennt, gewinnt das Duell. Beim Gleichstand gibt es ein Stechen. Klein gegen groß. Auf, los geht's. Los! So, Simon, runter damit. Und dann wählen wir mal eine erste. Ich darf die oben. Du darfst die oben. Du darfst jetzt gucken. Das ist ja erst Simons Aufgabe. So, wir kommen zu einer ersten Lok. Wir fangen mal so an. So, ich habe die. Setz die jetzt hier aufs Gleis. In Fachkreisen spricht man auch vom Eingleisen. Ich habe hier auch eine Eingleishilfe. So, und sie setzt sich in Bewegung. Sehr schön. Hoffe, alle Weichen sind richtig gestellt. Simon, jetzt ist sie vor dir. Jetzt darfst du sie in die Hand nehmen. Elektrolokomotive, Baureihe 101. Gott, ist der schnell. Hm? Simon. Ja. Alles klar. Gibt es dazu noch was zu sagen? Also ich kann schon mal sagen, das ist richtig. Höchstgeschwindigkeit liegt so bei 220 Kilometer pro Stunde. Das geht ganz einfach wegen der Kante hier oben im Dach. Andere Lokomotiven haben diese nicht. Okay, tut mir leid, Simon, dass ich dich jetzt mit der ersten Aufgabe so gelangweilt habe. Ja? Ja? Ich versuche jetzt eine zu finden, die ein bisschen anspruchsvoller ist, okay? Sehr gut. Also, erster Punkt für Simon. So, erste Aufgabe für Frank. Frank auch wochenlang im Modelleisenbahn-Trainingslager gewesen. Ja, mein Sohn hat mit mir trainiert und hat sich immer gefreut, wenn ich daneben lag. Ja, es heißt ja auch so schön, aus Fehlern lernt man. Richtig! Zug kommt, also Lok ist kein ganzer Zug. So, Lok ist da, Hände auf und bitteschön. Vorsicht. Man muss die Achsen zählen. Darf ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen? Unbedingt. Wir haben keinen Druck. Dann würde ich sagen, das ist die Taurus. Das ist die Baureihe. Taurus ist die Baureihe. Gott, reicht nicht Taurus? Taurus ist richtig, ja. Aber du musst auch noch die Baureihenbezeichnung nennen. Ach. Sonst ist die Aufgabe nicht vollständig. Du bist sehr streng zu mir, Simon. Was? Ich muss das auch so machen. Taurus ist die Baureihe. Mann, ich wusste es. Das kann ja am Ende entscheidend sein. Ne? Ja, das kann am Ende entscheidend sein. Es ist, ich habe gerade einen Blackout, aber gib mir noch einen Augenblick. 140, ja. Baureihe 140. Nein, das stimmt nicht. Es ist die 182. Ach! Ah. So, Frank kann die Brille hochnehmen. Aber wir behalten das natürlich im Hinterkopf, dass Taurus. Aber das steht ja in den Regeln, ne, dass man die Baureihe benennen muss. Absolut. Insofern, Simon, Brille runter. So, Simon, nächste Lok kommt. Ich darf natürlich nichts sagen, keine Anmerkung, keine Hinweise. Sitzt und ist in Bewegung. Ach, es ist so schön. Ich liebe Modelleisenbahn. Siehst du? Ja, wirklich. Es ist nie zu spät, Kai, für ein glückliches Leben. Ich finde das total schön. Achtung. So, Simon, sie ist da. Bisschen sorgsam damit umgehen. Mal sehen. 1, 2, 3, 4, 5. Dampflokomotive, Baureihe 050. Simon ist richtig. Richtig. Oh, keiner ist was abgefallen. Oha, das legen wir daneben, das machen wir nachher wieder drauf. So, weiter geht's. Zweite Aufgabe für Frank. Brille ist schon unten.
So. Zukommt. Schönes Geräusch. Ihr habt die Schienen gut geputzt. Ja, ne? Ja. So, da ist das gute Stück. Hände bereit und da ist sie. Was ist das denn? Was ist das denn? Das hier hinten. Das ist Deutsche Bahnbaureihe 601. Wunderschön in Rot. Das ist richtig, Frank. Richtig. So, Simon, Konzentration. Nächste Aufgabe für dich. Brille runter. Wir haben ja noch ein bisschen was Schickes hier im Angebot. Die finde ich auch sehr schön. Achtung. So, Lok kommt. Vorsicht mit der Hand, dass sie hier gut einfahren kann. Und sie ist da, Simon. Lüftung, nichts. Fenster und Fenster, Lüftung, 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 Fenster, Lüftung. Ach, du fühlst jetzt an den Seiten da, was du da hast. Lüftung, Lüftung, Fenster, Lüftung, Lüftung. Also muss es die Elektrolokomotive Baureihe 150 sein. Das stimmt, richtig. Total schwierig. Nein. Doch, ich find's schwierig, weil die 151 ist, fühlt sich eigentlich genauso sehr an. Nein, die 151 hat vier Fenster in der Mitte. Ja. Ah, hier, wir haben zwei absolute Experten. So, nächste Aufgabe für Frank. Hier. So. Ich höre nichts. Nee, nee, kommt ja auch noch nichts. Die muss ja erst noch eingegleist werden. Da gibt's Seminare für. So, kommt was? Wenn du es schon am Klang erkennst, gibt es einen Extrapunkt. So, sie ist da. Frank, Hand auf. Und bitteschön. Das ist eine Dampflok. Oh, der Tender ist mir gerade abgefallen. Liebe Kollegen, nicht nervös werden, ja? Sie hat drei Achsen und vorne die Führräder sind zwei. Das ist die 001 DR001. Das stimmt. Richtig. Kann man wieder zusammenspannen. Ja, gib sie mir rüber, ich nehme sie mit dir. Die sind abgezählt, oder? Ja. Und kann man vielleicht noch dazu sagen, ne, die ist 1927 ist die in Betrieb gegangen und erst 1982 ausgemustert worden. Ne? Also wirklich unverwüstbar, unkaputtbar. Hat man gut drauf aufgepasst. Simon, Brille runter. So, nehmen wir mal diese hier. Kommt. So, Simon, sie ist gleich bei dir. Und jep. Dampflokomotive, Baureihe. Warte mal kurz, ein kleiner Merkspruch. Weniger ist mehr, das ist doch gar nicht schwer. Also es ist die Dampflokomotive, Baureihe 80. Das stimmt. Jawohl.
Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ein bisschen ich nehme die Lok. Komm nach vorne. Genau. Super. Komm nach vorne und damit haben wir einen Sieger im Modelleisenbahnduell und das ist Simon Bayer aus Hamburg. Sehr gut, Simon.